So, liebe Freunde der schnellsten Mannschaftssportler der Welt, ein herzliches Willkommen aus dem Bayreuther Tigerkäfig, Playdown Runde 2, Bayreuth Tigers, Dölzer Löwen. Ja, das Raubtier-Duell steht wieder an hier im Tigerkäfig. Mit dem Schuss, Nachschuss nochmal von Josef Podatsch. Geblockt von den Dölzern. Edfelder hat da den Schuss geblockt. Wieder Edfelder versucht er mit dem Block. Scheibe. Tor! Luciani! Andy Luciani macht in Powerplay den Führungstreffer. Sehr schön frei kombiniert von Podatsch und Kolosvari. Hier sieht man es nochmal. Podatsch an der blauen Linie sieht Kolosvari und er schießt nicht, sondern spielt den im Slot positionierten Luciani an. Er nimmt die Scheibe an und trifft sofort. Gute saubere Kombination. Sehr gute Kombination. Auch mit etwas Glück. Aber Luciani. Aber gut zu sehen, dass diese Kombination genauso geplant war. Podatsch erst auf den freien Kolosvari und den nicht mit dem Plan abzuschließen, sondern Luciani im Zentrum anzuspielen. Gut umgesetzt. Ergebnis 1:0. Pablo an der Bande behauptet sich da zuerst, verliert dann die Scheibe aber doch. Und aber Gegenzug über Schlager. Genau, Schlager mit dem Schuss. Tor! Und da ist die Scheibe im Netz. Philipp Schlager überwindet Thomas Vosrada mit einem Handgelenkschuss ins Tordreieck. Ja, die Fangern von Thomas Vosrada verfehlen da das Ziel. Ziemlich zentral die Scheibe. Man dachte, die Scheibe wäre da in die Ecke. Der Torschütze zum 1:1. Luciani, Luciani kommt mit Tempo. Ja, guter Gedanke da auf Kolosvari. Tor! Josef Podatsch! Querpass Geigenmüller. Und Podatsch zieht durch und trifft. Wieder Überzahltor. Zur Führung zum 2:1. Das Luciani, sehen wir nochmal. Geigenmüller und nun Podatsch lädt schon mal und. Riesending von Josef Podatsch. Buchtet die Scheibe da in die Maschen. One-Timer zur Führung der Tigers. Satt getroffen und Rämö kann da nichts mehr machen. Viel Zug dahinter und die Tigers gehen in Führung. Die Hälfte der Spielzeit um. Felix Linden. Ja, verliert das Gleichgewicht. Gefährlich. Scheibe. Nicht im Tor. Was war da? Macht da rechtzeitig zu, aber gibt Videobeweis. Der Schiedsrichter. Erste Reaktion war kein Tor. Aber sichert sich da nochmal ab. Nein. Aus dieser Perspektive war die Scheibe nie über der Linie. Bringt da ganz schnell noch den Schoner rüber. Ja, am Schlittschuh. Macht da mit der Spitze den Pfosten zu. Und den Videobeweis. Wie erwartet, kein Tor. Wenn es auch knapp war. Aber es bleibt beim Spielstand von 2:1. Für die Tigers. Bei noch 8 Minuten 21 Sekunden. Thomas, was war da? Mit der Möglichkeit. Und vorbei. Wie schon oft gesagt, fast wäre es soweit gewesen. Und 3 Sekunden. Bayreuth hält die Scheibe. Und das dürfte es gewesen sein. Jawohl. Die Tigers gewinnen
das zweite Spiel und gleich hier hinaus zum 1:1.